Rafiki und willkommen zum neuen Video. Ich bin deine Caroline. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Falls es ein bisschen laut ist, das ist mein PC und pustet ein bisschen. Ja, dieses Video hier werde ich einfach mit euch unser Weihnachtsbaum schmücken bzw. aufbauen und alles. Also unser Weihnachtsbaum haben wir seit Samstag. Wir haben am Samstag unser Weihnachtsbaum gekauft. Dann haben wir am Sonntag aufgebaut als Familie zu dritt. Und jetzt, wir kamen nicht dazu zu schmücken oder etwas weiter zu machen, weil am Montag und Dienstag war ich sehr beschäftigt und ich hatte einfach keine Zeit, das zu machen. Mein Mann hat auch keine Zeit gehabt, weil abends hat er auf den kleinen Mann aufgepasst, währenddessen ich alles erledigt habe, was zu erledigen war. Und es war einfach wichtige Sachen, die auch sehr wichtig waren, die Vorrang hatten. Und jetzt habe ich es hinter mir. Es ist wieder nächste Woche und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, um meinen Weihnachtsbaum zu schmücken. Und ich sitze einfach hier auf dem Boden und ich chille ein bisschen tief einatmen und diese Zeit für mich selbst nehmen. Und ja, mein Sohn schläft. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass er wieder schläft. Er hat heute Vormittag, als ich meinen Schminktisch aufgeräumt habe, habe ich ihn auf dem Rücken getragen und der hat so 30 bis 45 Minuten geschlafen. Anscheinend war das nicht ausreichend. Nachmittags, nach dem Essen, habe ich gedacht, dass ihr mir hilft oder dass wir das zusammen machen, unser Baum zu schmücken. Und ja, jetzt schläft er wieder. Ich habe ihn einfach getragen, weil ich habe gemerkt, dass er einfach zu quengelig war und zu müde. Und jetzt schläft er. Und ich werde jetzt ganz alleine unser Weihnachtsbaum schmücken und gucken wir, wie weit ich noch komme. Ja, und ich hoffe, dass ich wirklich genug Weihnachtskugel habe, wenn ich nicht so genug Weihnachtskugel habe, weil einige habe ich am Fenster aufgehängt. Ich bin mal gespannt, wie mein Sohn reagiert, wenn er den Weihnachtsbaum sieht. Ich nehme erstmal alle meine Kugel raus und dann können wir zusammen schmücken. Aber ich denke, ich brauche erstmal unseren Staubsauger, weil wir haben einen künstlichen Baum gekauft. Und ja, künstlicher Baum hat auch Vorteile. Das heißt, ich muss nicht Ende Januar mich beheilen, um den wegzupacken. Ja, ich kann auch meinen Weihnachtsbaum bis Juni da lassen. Und lass uns anfangen. Viel Spaß mit dem Video. Christmas tree, the leaves are so unchanging. Christmas tree. Ich habe meine Kugeln erstmal aussortiert und aufgehängt mit so ein, anstatt diese Metallaufhängesachen zu benutzen. Und wenn es nicht vorhanden ist, man kann einfach einen Nahgarn benutzen. Und jetzt werde ich ganz schnell aufhängen, weil ich sehe, wir haben fast 17 Uhr. Ich bin jetzt fertig und ja, so gefällt es mir. Wir haben einfach Rot, Gold und ganz unten eine Decke.
so eine Maasai-Schuka, was ich von meiner Großmutter bekommen habe. Und so gefällt es mir. Und jetzt werde ich alle meine restliche Weihnachtsdeko aufräumen und wegpacken. Und so ist unser Abendessen. Ich habe einfach Kardamomreis mit schwarze Haugenbohnen oder sowas ähnliches. Ja, und das ist Essen für den kleinen Mann. Und ich habe hier natürlich hier Avocado, weil Avocado ist bei oder B oder wie man das immer nennt. Ja, und meine Chili. Guten Appetit. Hat er das Licht, das Ding da oben, oder hast du das gemacht? Das ist das Letzte, was er machen sollte, oder was? Ich wollte, dass er das macht, aber naja, ist egal. Und ich hoffe, dass meine Bälle bleiben. Wie? Papilla, nein, nicht ziehe, mein Schatz. Jetzt hat er eine weggemacht. Letztes Mal hat er weggeschmissen, weil er denkt, es sei ein Ball. Und ja. Ja, danke. Ja. Wie man sieht, es ist gut gelungen. Und ja, so, das ist unser Weihnachtsbaum. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du noch nicht abonniert hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Pass auf dich auf. Schatz. Die hinten einfach nicht. Nein, 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 nein. Nicht schmeißen, Babila. Und der macht einfach alles weg. Naja, bin mal gespannt. Danke.